Willkommen zurück bei Tropico 6. Wir müssen gerade ein wenig warten, bis wir wieder mehr Geld haben, um uns endlich mal eine Schokoladenfabrik bauen zu können. Und eine Fahrzeugfabrik wäre auch nicht schlecht, das würde uns viel Geld bringen. Aber die Schokoladenfabrik ist die Hauptmission, deshalb möchte ich das zuerst machen. Leider haben wir ja noch nicht genug Geld. Die Zustimmung ist auch... Die Operation ist wieder auf Kurs. Hinter feindlichen Linien. Gut, das kennen wir ja schon. Wie gesagt, nächstes Mal hole ich andere Weltwunder. Das ist mir jetzt auch gerade, aber... Ich muss sagen, das Kolosseum von Rom finde ich schon ziemlich gut. Ich würde das gerne mal, das möchte ich tatsächlich in der nächsten Mission, werde ich vielleicht noch nicht das Kolosseum von Rom, wobei ich muss mir das mal ansehen, wie ich das mache. Da will ich jetzt noch gar nichts versprechen oder so. Ich muss mir das dann mal ansehen, wie ich das am besten mache. Unser Uranbergwerk arbeitet schon, das sollte unsere Exporte nochmal erhöhen, beziehungsweise das Geld, das wir aus den Exporten bekommen. Wir können ja alles verkaufen, weil wir kein Atomkraftwerk haben. Es wäre natürlich hilfreich, allerdings noch das zweite Uranvorkommen zu erschließen. Dann würden wir noch mehr Geld bekommen. Denn hier passt gerade mal ein Bergwerk rauf und hier würden wir wahrscheinlich noch vier weitere raufkriegen. Dann würden wir noch viel mehr Geld bekommen. Und das wäre dann schon mal ganz gut. Was muss ich denn machen, damit ich sehen kann, wie viel in dem Vorkommen das ist? Das Flugzeug hat um 1100 aufgesetzt, was zufällig auch die Anzahl der Blasen auf den Händen des armen Penultimo ist. Why Better Blues? Habt ihr schon mal probiert, einen 14 Tonnen schweren gemeißelten Steinkopf über Baumstämme in den Frachtraum eines Flugzeugs zu rollen? Doofe Frage. El Presidente sollte nicht einmal seine eigenen Zigaretten sollen, geschweige denn ein Moai. Eure Kommandotruppen haben sich aber tapfer der Herausforderung gestellt und tauchen jetzt ab in einen Easter Island Iced Tea. Okay. Das ist ja sehr schön. Ja, die Statuen, wie gesagt, ich habe jetzt die Sachen, die ich letztes Mal geholt habe, wiedergeholt, weil wir letztes Mal gar nicht dazu gekommen sind, sie zu bauen. Insofern wollte ich die jetzt halt auch nochmal haben. Ja, und das Registan von Samarkand. Ja, weiß nicht. Da will ich, glaube ich, das ist, glaube ich, schon ziemlich gut, aber jetzt auch nicht so krass. Da würde ich nächstes Mal dann auch was anderes nehmen. Okay, ich denke, dass die Kombination Kolosseum von Rom mit der Hagia Sophia übrigens ganz gut ist. Bin mir aber nicht sicher, weil nämlich die Hagia Sophia ja heißt, dass die Leute nicht mehr an schlechter Gesundheitsversorgung sterben können. Und wenn Kolosseum von Rom ihre Zufriedenheit nur von Spaß und Nahrung abhängt, müsste das bedeuten, dass man die Gesundheitsversorgung komplett einstellen kann, ohne negative Effekte zu haben. Da bin ich mir aber auch nicht sicher. Ja, und langsam läuft es mit dem Geld, sollte es auch. Wir haben ja immerhin schon eine Konservenfabrik und das Uranbergwerk gebaut. Das sollte da das Einkommen doch deutlich erhöhen. Das Stahlwerk bekommt irgendwie immer keine Waren. Eventuell muss ich das woanders hinbauen, wo es mehr Eisen gibt. Wo gibt es denn so Eisen? Man könnte es natürlich vielleicht da so bauen. Dann würden die von da das überall hinliefern und da das Nickel abbauen. Für die Waffenfabrik noch. Die brauchen wir ja auch noch. Weiß ich nicht. Wobei ich auf das Nickelvorkommen ja meine Zuckerplantage gestellt habe. Eventuell muss man die dann abreißen oder zumindest einkürzen. Ja, warum bin ich eigentlich so unbeliebt? Die Zufriedenheit, ja, die ist nicht so hoch tatsächlich. Na gut, wenn sie nur noch von Spaß und Nahrung abhängt, wird das besser laufen. Jetzt können wir aber vielleicht schon mal anfangen. Die Schokoladenfabrik, haben wir für die genug Geld? Nein, haben wir noch nicht. Aber gleich können wir uns hier die finanzielle Unterstützung holen. Und dann können wir auch erstmal die Schokoladenfabrik schon bauen und dann können wir hier das mal alles anschließen. Und die Schokoladenfabrik wird dann, denke ich, auch schon eine Menge Geld bedeuten. Hoffe ich zumindest. Naja, werden wir ja sehen, sobald wir das Geld haben, um sie zu bauen. Und eigentlich sollte es mit unserer Bilanzen, die sollte nicht... Ja, die sehen auch sehr gut aus. Genau, die Exporte haben das ordentlich erhöht. Das ist gut. Leider hatten wir so viele Schulden, dass wir trotz des Plus von über 13.000 immer noch Schulden haben. Das ist natürlich blöd, aber... Das wird schon, denke ich. Welcher Kanal ist hier eigentlich? Offener Geist. Ja genau, das bringt keinen Nachteil. Sie singt ja alles die Freiheit. Was kann ich noch machen? Jeden Tag Musik. Hört die Servicequalität aller Unterhaltungsgebäude in der Nähe des Radiosenders. Oh, nicht schlecht. Könnte sich dann lohnen, wenn wir das mit der Spaßzufriedenheit haben. Oh, ein Frachter, der Geld bringt. Nee, der fährt weg. Der fährt durch die Brücke. Und jetzt ohne Grund gibt es immer Geld, wenn die anlegen. Schupp, da fahren sie durcheinander durch. Das ist eigentlich, die müssten ja Geld bringen, wenn sie ablegen. Weil sie ja die Waren wegbringen. Wir bekommen ja nicht durch den Import Geld. Aber irgendwie bekommen wir immer Geld, wenn die Dinger anlegen. Ich weiß nicht, warum.
So, leg an. Los, los. Ja, schrumm. Ja, das hat jetzt nicht so viel Geld gebracht. Na komm. Komm. Irgendwas muss uns doch mal Geld bringen. Ja, du da. Bring Geld. Wie langsam fahren die eigentlich auf normaler Geschwindigkeit? Ah, sehr langsam. Los, Geld. Ich kann die finanzielle Unterstützung, aber das reicht noch lange nicht. Oh, wir können neue Sachen erforschen. Ah, die Einwanderungsbehörde, müssen wir die Arbeitsmodi ansehen. Spionageakademie, Kino, oh, ich weiß nicht, ich mach das in irgendeiner Reihenfolge gerade. Die Einwanderungsbehörde, ach nee, das ist das Zollamt. Exporte anreden. Reduziert Importe und senkt die Preise für Importhandelsrouten um 10% Sondersteuer. Die bei Basel-Effizienz werden 1% der Exporteinnahme für Schweizer Nummernkonto überwiesen. Nicht schlecht, aber auch nicht so gut. Oh, jetzt haben wir Geld. Jetzt wird die Schokoladenfabrik gebaut. So, und die wollte ich ja hier oben hinsetzen. Es sieht doch so aus, als sollte die hier hin tatsächlich. Da haben sie hier schon ähnlich der Form der Schokoladenfabrik sowas freigelassen. Warte, ich muss mir aber erstmal ansehen, glaube ich. Ich glaube, ich sollte erst die Straße. Ne, erst sollte ich die Hafenanlage hier bauen. Nö, sollte ich nicht, dann bin ich fast pleite. Die bauen wir dann erstmal später. So, jetzt wird hier erstmal durch Slum eine Straße gelegt. Ah, kann ich nicht bauen, wegen unebenen Terrains. Ja, okay, dann sollte ich. Die Straße einfach. Ja, bis hierhin schon legen. Ohne sie zu biegen natürlich. Ich will nicht, dass die Biegung macht. Warte, da soll ich die Kamera so längs drehen. Ja, jetzt haben wir es. So, die soll gerade sein und hier abschließen. Ja, habe ich das richtige Feld getroffen? Nein, habe ich nicht. Sehr unangenehm. Hier wollte ich hin. So, passt hier gerade noch. Kann platziert werden. Warte, hier geht's gerade. Hier ging das doch gerade kurz. Okay, und dann so hier rüber. Ja, das geht. So, und das sollten wir vielleicht so rumbauen, dass der Hafen da gut hinpasst. Ja, und jetzt sollte ich mir mal den Hafen ansehen. Den könnte ich doch hier so platzieren. Huch, habe ich es abgebrochen. Ich würde den natürlich platzieren. Ja, nee, ich sollte erst die Brücke bauen, dass die Brücke möglichst effizient gebaut ist. Warte, wie weit könnte ich die Straße denn hier jetzt schon legen von hier aus? Warte, ich will gerade, wie würde ich denn auf der anderen Seite die Straße legen? Die würde ja irgendwie. Ja, die würde man ja irgendwie. Irgendwie so und. Hier rauf. Ach du meine Fresse, das kann ich ja so nicht machen. Ich versuche mal von der Seite. Ich finde das gerade ein bisschen kompliziert, wie ich das am besten mache. Dass das effizient ist. Lege ich da auch auf keine Erzvorkommen oder irgendwas rauf? Nö. Und Nutzpflanzen.
Ah, würde da noch ein bisschen Zucker gehen, dann könnte man die Straße ja so längs an dem Zuckerball, Kakao, Tabak, Banane. Warte mal, der Tabak, das ist Banane. Ananas, Ananas würde auch gut gehen, Kaffee. Baumwolle, Gummi, ja, das könnte dann ja noch. Ja, dann könnte ich ja da noch eine Zuckerplantage bauen für noch mehr Schokolade. Eigentlich sollte ich mehrere Schokoladenfabriken bauen, wenn ich so drüber nachdenke. Das würde ja ordentlich Geld bringen, da kann man ruhig mehrere von bauen. So, hier hatten wir eine Effizienz von 100%, hier nur noch 99. Wir wollen natürlich 100%, deshalb setzen wir die Plantage hier hin. Könnte man sie auch anders drehen? Ja, aber nicht für 100% Effizienz. Ja gut, dann setzen wir sie so, wie sie 100% bringt. So, und jetzt können wir die Straße nämlich entsprechend auch platzieren. Ah, die muss eine leichte Biegung machen, die Straße. Ich meine, es wäre doch viel kürzer, wenn sie einfach... So. Was, das geht, die so zu platzieren? Nee, 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 so will ich es aber nicht. Das letzte Stück noch mal eben ab. Kann ich nämlich irgendwie. Nee, es geht wohl nicht. So, und dann passen da vielleicht nämlich mehrere. Ich muss doch mal kurz das Segment abreißen. Das möchte ich nicht. Dass das ein Stück weiter. Huch. Dass das ein Stück weiter nach vorne geht. So. Und dann würden hier nämlich noch viele, würden hier eventuell mehrere Schokoladenfabriken noch hinpassen. Jetzt ist das ja wieder so wie vorher. Ja, aber weiter nach vorne geht einfach nicht. So. Ja. Und jetzt hier noch ein bisschen lang und jawohl, jetzt könnten wir die Brücke bauen. So, und könnten wir die direkt so verbinden, die beiden Straßen. Aber ich möchte die hier möglichst eng laufen lassen eigentlich. Huch. Ja, so eine Kurve muss er ja deshalb jetzt nicht gleich bauen. Ja, nee, das war nicht der Plan. Ja, nee, das geht dann wohl einfach nicht. Die müsste wohl... Ja, bis hier unten. So, und jetzt rüber erst. Ja, das würde doch funktionieren. Okay. Ich habe gesagt, hier würde ich Schokoladenfabriken hinbauen, aber es ist natürlich viel cleverer, fällt mir jetzt auf, die hier zu bauen. Und dann können die hier den Hafen haben. Ja, warte, erst die Fabriken. Damit ich weiß, wie viel Platz ist, so wie viele bauen wir. Gleich drei? Ja, Schokolade bringt, glaube ich, eine Menge Geld. Jetzt ist gerade nach... Ne, nach Preis will ich sie sortieren. Hier. Da ist Schokolade noch über dem Öl. Unter Gold zwar, aber über Öl. Und ich denke, da wird auch mehr rausgegeben als vom Öl. Öl kommt ja immer nicht so viel raus, aber bei der Schokoladenfabrik
Kommt bestimmt eine Menge an Output. Nicht genügend Gelder. Das war jetzt vielleicht nicht ganz so clever. Warte, wird gerade noch was gebaut. Warte, wir müssen wieder was priorisieren. Sonst wird hier wieder nichts fertig. Die wird priorisiert, sonst wird das nicht fertig. Ja, jetzt fehlt halt der Hafen, dass sie es verkaufen können. Das war jetzt nicht ganz so clever. Aber ist schon ganz okay. Ist schon okay. Baut einfach mal diese Fabrik da. Und dann läuft das hier schon. Diese Tröte ist auch immer der Hammer, wenn man zur Botschaft geht. Ich hoffe, es kommt bald mal eine Rede. Ach nee, vielleicht sollten wir die Wahlen gar nicht abhalten. Ich würde gerne mal, wie kriegt denn jetzt der weibliche El-Präsidente? Ich sollte Penultimo verhaften. Nur um sein Gesicht zu sehen. Aha, so klingt das also. Sind die gleichen Sprüche allerdings. Was eigentlich nicht überraschend ist, aber man kann es ja trotzdem mal extra erwähnen. Eigentlich wäre es praktisch, wenn hier unser Umschlagsplatz für alles wäre auf der Insel, weil die mit beiden über Brücken verbunden ist. Ja. Und so, wenn El-Präsidente angenommen würde, dieses Bergwerk besuchen wollen, müsste er einen ziemlichen Umweg fahren. Naja, dafür ist das hier die größte Insel. Gut. Ja, diese Tempel, oder was das mal war, die könnte man ja schon auch schön für Touristen, aber ich habe eben noch nicht ganz durchgesehen, wie das mit den Touristen funktioniert. Vielleicht sollten wir doch sowieso in moderne Zeit warten, wenn wir dann Flughafen für die bauen können und das ganze Zeug. Habe ich eigentlich jetzt von der Piratenbucht schon das Registan von Samarkand? Dann haben wir das Registan, das ist immer Wii-Statuen und Weichstein und Kolosseum von Rom. Ja. Ja, die Statuen, ich weiß, also ja, wie gesagt, nächstes Mal. Ich glaube, nächstes Mal hole ich Stonehenge und vielleicht Taj Mahal? Ja, mal sehen. Werden wir ja sehen. So, die Konservenfabrik arbeitet hoffentlich schön. Ja, macht sie. Ach, da können wir natürlich den regionalen Konsum gestatten. Das ist ja sehr schön. Was kriegt ihr keine Waren? Das Baumschneideding. Jetzt arbeiten unsere Baumschneider etwa nicht? Na gut. Ich warte mal auf mehr Geld. Ja, jetzt sind die Schokoladenfabriken fertig, aber die haben noch keine Waren. Was? Ah, Map Art wieder mal. So ein bisschen Treibholz. Tropical. Ja, okay. Das ist ja mega witzig. Gut, ich hoffe, wir bekommen gleich mal ein wenig mehr Geld. Na komm. Aber eigentlich sollten wir doch. Hä? Warum sind die Exporte so niedrig gewesen in den letzten 12 Monaten? Was soll der Quatsch denn jetzt? Tja, nicht überraschend, dass wir da kein Geld mehr übrig haben, wenn hier so wenig. Hier müssen wir ein bisschen mehr raushauen, Leute. Ich brauche viel Geld hier für meine Schokoladenfabrik und vor allem für die Häfen, die das dann. Ja, aber Schokoladenfabrik, das war doch. Verarbeitet Kakao und Zucker zur Schokolade. Genau, und Kakao und Zucker haben wir doch eine Menge. Das sollte doch da ankommen. Ah, die Ananasplantage hat, deren Lager ist voll. Das heißt, der Laden hier überschwemmt, ist mit Ananas überschwemmt. So ist das, was ich sagen wollte. Vielleicht sollten wir hier drüben noch eine Konservenfabrik bauen. Ich weiß nicht, wenn du musst hier einen Transporthafen hin. Damit wir den ganzen Kakao auch mal exportieren können. Also ich glaube, wir müssen einen Transporthafen nehmen. Aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen. Es soll erstmal darum gehen, warum die hier keine Schokolade herstellen. Das geht ja doch nicht. Oh, wir haben eine Kakaoroute abgeschlossen. Sehr schön. Dann können wir doch mal jemandem. Ja, Konserven können wir doch direkt mal verkaufen. Wir haben immer noch kein Brokergeld. Oh ja, jetzt wird Schokolade hergestellt. Jetzt müssen die halt nur, um die zu exportieren. Ja, das ist nicht so günstig. Da wird gleich ein Hafen hinkommen, aber. Ach, für die Quest sollten wir auch Schokolade herstellen. Ja, richtig. Wie geht's denn dann weiter? Ach, das war's dann. Das Problem ist, selbst wenn.
Hallo, kann mal wieder ein bisschen Geld reinkommen? Ich habe so viel Industrie, da muss doch mal... Da muss doch mal... Hallo? Da muss doch mal hier ein bisschen Geld reinkommen. Kann doch nicht alles pleite sein. Hier, was ist das denn? 11.000 im Export, das geht doch so nicht. Was soll denn der Quatsch? 8.000 auf einem Frachter, auf so einem Frachter sollten 30.000 liegen. Glaubt man ja nicht. Ich meine, ich hab ein Uranbergwerk gebaut, eine Konservenfabrik, alles. Da muss doch mal hier anlaufen. Kann doch nicht sein. Na gut, da müssen wir jetzt wohl noch ein wenig warten auf Geld, aber es sollte doch jetzt mal langsam. Warum kriegen die denn immer keinen Kakao und Zucker? Sind die Transportwege zu weit? Verarbeiten die das schon zu schnell? Müssen sich ändern? Wir können einfach noch mehr. Wir können einfach noch mehr Zucker und noch mehr Kakao anbauen. Aber jetzt müssten wir erstmal ein bisschen Geld haben, bevor wir das machen können. Hier 1.000 auf einem Frachter, das ist doch nichts. Leute. Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Ihr habt einen Rekord aufgestellt. Leider ist es der Rekord für galoppierende Staatsschulden. Ich würde euch nie dazu ermutigen, vor einem Problem davonzulaufen. Schließlich überwindet ihr auch die größten Herausforderungen. Aber angenommen, ich hätte eine Reisetasche, die mit Kostbarkeiten aus dem Palast vollgestopft werden könnte und Tickets für einen Flug zu einem weit, weit entfernten Ort. Wie würde sich das anhören? Nein, wir spielen weiter, da sind wir schon mal rausgekommen. Wir müssen jetzt nur ein bisschen warten, bis die Exporte anlaufen. Hey, die exportieren kaum, weil sie brauchen halt noch einen Hafen. Bin ja nicht überraschend, wenn die müssen alles von da hinten hier hinschaffen. Wobei, da hinten ist nicht so viel andererseits. Eigentlich verstehe ich das nicht. Hier, die Konservenfabrik, deren Lager läuft über. Das Lager ist voll. Wir müssen so viele englische Markt und die Produktionsleistung sinkt um 25%. Wenn dieses Gebäude funktionsfähig ist, steigt die Effizienz jedes kleinen Ladens bei mittlerem Budget um 10%. Der Bonus ist bis maximal 30% kumulativ. Ja, jetzt hat gerade ein Frachter 20.000. Ja, wenn das Lager sowieso voll läuft, dann kann er das ja mal machen. Dann steigt die Effizienz. Wir müssen das ja machen. Wenn die sowieso zu viel haben, können die ja ruhig mal hier auch was an die einheimischen Läden liefern. Ja, hier ist auch voll. Transportbüros! Das ist es, was fehlt. So heißt das. So heißt das Gebäude, woran es hier hapert. Wir haben nur zwei Transportbüros und die kommen hier hinten einfach nicht hin. Klar, wenn die hier immer rumfahren müssen. Achso, und hier kommen die ja gar nicht hin. Die müssen ja hier so lang. Klar, wir müssen Transportbüros bauen. Da werde ich ja schon früher kommen können. Ja, hier muss ein Transportbüro hin. Und hier drüben auch, klar. Mensch. Da hätte ich ja auch mal drauf kommen können, ey. Ah. Ja, gut, jetzt sollte aber trotzdem ein bisschen Geld kommen, sonst kann ich die Transportbüros nämlich nicht bauen. Boah, Arbeitsmodi können wir hier mal noch. Wie gesagt, ich mache das nur irgendwie ein bisschen zufällig. Im Moment brauchen wir das ja noch nicht unbedingt. Reich. Haben wir denn auch... Ist doch alles gar nicht elektrifiziert? Ist ja nicht zu glauben. Haben wir denn auch Stinkreiche? Das wird das... Ein, dann nutze ich das nicht. Warum läuft das denn immer so, dass ich so viele Schulden habe? Ich meine, es lief doch gut mit den Exporten. Warum? Ist doch ein Witz. 17.000, das kann doch nicht sein. Ich habe so viele Löhne und Unterhaltskosten. Das geht doch so nicht, Leute. Ihr müsst mal mehr exportieren.
Ich kann mir hier mal 20.000 holen, aber ich habe immer noch viel zu viele Schulden. Die Bürger verlangen nach Wahlen, Präsident. Oh, die mögen uns überhaupt nicht. Es ist keine gute Zeit, aber das macht es jetzt nicht besser. Wir müssen hier mal irgendwas machen grundsätzlich. Wir müssen uns beliebter machen und alles. Hallo, Leute. Ja, Frachter, los. Bringt mal noch mehr Geld rein hier. Gleich die Piratenburg, die macht Überfälle. Mann, die Garnison auch. Ja. Ach, die Statuen und das Registar haben wir dann schon, oder wie? Ich meine, wir haben sogar Uran. Wie kann das denn hier alles so, wie kann das hier alles so pleite gehen? Was habe ich denn falsch gemacht? Also, wenn sich hier jetzt bald mal nichts tut mit den Exporten, dann würde ich eventuell gleich nochmal neu laden und hier dann das mit den Transportbüros und den Häfen anders planen. Ja. Fehlen einfach über 10.000. Es lief jetzt so lange nicht. Welchen Grund hättest du, dass es jetzt wieder... Ich muss neu laden, Moment. So, da sind wir jetzt auch schon zurück. Ich habe gerade ein wenig Zeit hier rausgeschnitten, weil mir aufgefallen ist, dass ich, als ich an dem Punkt, an dem ich gespeichert habe und jetzt hier Nein geladen, dass ich da ja auch verschuldet war und dann konnte ich jetzt gerade immer noch nichts machen. Und das fand ich jetzt nicht ganz so spannend, deshalb habe ich das mal eben rausgeschnitten. Aber jetzt muss ich mir überlegen, wo ich dieses Transportbüro denn platzieren möchte. Eigentlich hier. Aber das hat hohe Priorität beim Bau. Also und hier drüben muss natürlich auch eins gebaut werden. Moment, haben wir noch nicht genug Geld. Jetzt können wir uns aber eins leisten. So, und das sollte vielleicht hier irgendwo so in der Mitte. Ja. Ja, wobei, wenn es alles von hier oben abholen muss, kann es auch hier oben stehen. Und dann kann das direkt die, ja, dann machen wir, bauen wir kurz noch eine kleine Straße. Und dann können die nämlich, dass die Route optimiert ist, dann fahren die von hier los und können hier alles einsammeln und dann wo immer hinbringen, wo es jetzt gerade eben gebraucht wird. Soll ich mal gucken, kann ich heute noch gleich noch eine Hafenlage bauen? Nein. Die sollten wir dann ja auch noch haben, damit wir da unsere Schokolade auch verkaufen können. Ja, und hier läuft gerade schon das Lager voll. Das muss hier wirklich mal fertig werden, das Transportbüro. Und dann muss da hinten der Hafen hin. Und dann die Straße angeschlossen werden, natürlich auch. Zum Glück bekommen wir gerade Entwicklungshilfe von den Westmächten. Aber ein bisschen mehr Geld wäre nicht schlecht. Aber das Schiff, da sollte uns gleich etwas bringen. Da wird der Container verladen und da haben wir auch gerade Geld bekommen. Das reicht eigentlich noch nicht für die Hafenanlage, aber ich kann vielleicht schon mal die Straße dahin verlegen. So. Das wollten wir ja möglichst nahe hier rumlegen. So. Oder macht die jetzt eine Biegung hier? Hier ist es ja sinnlos dann. So, dann
natürlich keine Biegung machen. Komm, leg die doch vernünftig die Straße. Warte. Wenn ich sie direkt so hier hochlegen würde. So. So, und jetzt können sie doch einfach hier hoch. Warum nicht? Jetzt geht's. Oh, also diese Straßen zu bauen ist teilweise echt nicht einfach. So, und jetzt haben wir die hier lang gelegt, daran erinnere ich mich noch. Schön hier an der Küste lang, damit man auch eine gute Aussicht hat, wenn man hier die Straße lang fährt. So, und die Straße hier drüben sollte doch... Warte, da muss ich die erstmal kurz bauen von hier drüben. Die sollte doch... Sollte vor allem gerade sein. Bis zu welchem Feld wollte ich die bauen? Bis auf die Höhe bei dem zweiten Gebüsch. Gut, dann weiß ich was, wo ich hin muss. Das wusste ich immer nicht, sonst war es immer das Problem, dass ich mich nicht gleichzeitig auf eine gute Straßenführung und auf die das wäre jetzt zu teuer allerdings. Okay, aber wir können die Straße schon mal, ich will die ja gar nicht so eng da legen, ich möchte die ja lieber... So, und dann... So möchte ich die ja gerne legen. Da haben wir jetzt gerade nicht genug Geld für, aber das wird sicherlich bald reinkommen. Ah, da kommt gerade schon ein bisschen Geld, aber unter 10.000 kann man ja immer nichts bauen, weil der Unterschied von dem eigenen, von der Staatskasse zu den Kosten von etwas, der darf ja immer nur bei 10.000 maximal liegen. Darüber kann man nichts bauen und das Video ist gerade, ach nee, ich schneide da ja was raus. Ich wollte gerade sagen, dass das Video jetzt gerade ein bisschen überlang ist, aber dass ich jetzt noch nicht beenden will, aber ich schneide da ja gleich was raus. Das hätte ich fast vergessen, aber jetzt ist es mir gerade noch eingefallen, das ist natürlich gut. Ja, langsam läuft es mit der Wirtschaft. Hallo? Warum wird das so wenig exportiert? Jetzt sind doch die Transportbüros schon beide fertig eigentlich, oder? Ja, das eine ist zumindest schon mal fertig. Sollte es jetzt eigentlich verbessern? Ich meine, wenn die auf jeden Fall besser was hier exportieren können. Eventuell muss hier unten noch eins hin. Weiß ich jetzt nicht. Aber das sollte dann alles gehen, vielleicht hier oben auch noch. Ich weiß nicht ganz, wie es mit den Transportbüros ist, auf welche Strecke und wie viele Gebäude man da wie viel braucht. Das wäre gut zu wissen, aber ich weiß das eben nicht. Ja, das Geld können wir uns immer noch nicht holen. Ah. Jetzt können wir vielleicht zumindest schon mal die Brücke bauen. Ja, gut, jetzt ist das hier schon mal alles verbunden, immerhin. Nur die Hafenanlage fehlt noch. Die Schokoladenfabrik können wir jetzt auch noch nicht leisten, aber ich will auch erst die Hafenanlage bauen. Ja, jetzt ist das hier alles angebunden, da müssen zum Beispiel die Typen hier nicht immer über diesen Hafen oder hier, die können das dann dahin schicken. Das dauert ja viel zu lange, wenn die hier immer über so eine Anlegestelle... Ach, das waren diese kleinen Schiffe. Eventuell sollte ich hier einfach einen richtigen Transporthafen, also einen richtigen Frachthafen bauen. Ich glaube, das sollte ich tatsächlich machen. Das lohnt sich hier ja irgendwie sonst nicht. Na, Westmächte können mir gerade noch kein Geld schicken.
Ja, ich glaube, hier werde ich dann noch einen richtigen Hafen bauen. Aber da müssen wir erstmal noch ein wenig Geld haben, denn erstmal möchte ich diesen Hafen hier bauen und daneben die Schokoladenfabriken, um hier viel Geld zu bekommen. Ah, die Kakaoroute ist abgeschlossen, das ist sehr schön. Dann verkaufen wir ihnen doch mal Konserven. So, und jetzt haben wir Geld, jetzt können wir die Hafenanlage platzieren. Kriege ich die eventuell so platziert, dass die direkt an die Straße angeschlossen ist? Nein, kriege ich nicht. Dann platziere ich sie mal hier. Und schließe sie an die Straße an. So, habe ich jetzt noch Geld für eine Schokoladenfabrik? Ah, nee, aber es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel. Wenn jetzt ein Frachter kommt oder die finanzielle Unterstützung inzwischen verfügbar ist, ja, dann können wir die erste Schokoladenfabrik bauen. Beziehungsweise die dritte. Wir haben ja eben zwei gebaut, die jetzt, ja, ich muss, also, aber das, ich denke, das, also ich hoffe, dass ihr das auch versteht, dass ich da neu laden musste. Das ging ja da nicht mehr. Es hat ja gar nichts mehr funktioniert. Und deshalb wollte ich da einfach, dass ihr es hier nochmal kurz neu laden. Mit den Transportbüros läuft das jetzt hoffentlich besser und vor allem mit dem Hafen. Wenn dann hier die Schokolade, so hatten wir jetzt zwei Schokoladenfabriken, die nichts loswerden konnten und nicht mal genug Waren bekommen haben, weil hier die Transportbüros fehlten. Aber jetzt sollte das besser laufen. Jetzt können die hier den ganzen Kakao einsammeln und da hinten dann zur Schokoladenfabrik bringen. Und die hinten den ganzen Zucker. Und das sollte dann hoffentlich auch reichen. Neue finanzielle Unterstützung ist gleich verfügbar, aber vielleicht kommt ja vorher noch ein Frachter. Ja, da kommt gerade ein Frachter. Wie man sehen kann. Ja, der Frachter kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Er kommt. Gut, so, das reicht jetzt erstmal für die Schokoladenfabrik und die bauen wir dann jetzt auch direkt mal. Nicht unbedingt direkt an die Kreuzung, sondern hier. Ja, hier bauen wir mal die Schokoladenfabrik. Der Frachthafen hat höhere Priorität, denn sonst können sie die Schokolade gar nicht verkaufen ohne den. Deshalb wäre es nicht sinnvoll, die zuerst fertig zu bauen, die Schokoladenfabrik. Ich werde jetzt auch keine weiteren Transportbüros bauen, denn eventuell reicht das ja jetzt schon. Müssen wir mal sehen. Was ich vielleicht bauen sollte, ist tatsächlich auch eine Schiffswerft, aber eigentlich müssen wir nachsehen. Haben wir überhaupt so viel Holz? Wo wird denn Holz hergestellt? Wird hier irgendwo Holz? Wir haben hier die Typen. Ah, das ist das Holzfällerlager. Wo sind denn gute Bedingungen für Holz? Insel, Wald. Tatsächlich sind da gute Bedingungen an der Stelle. Aber hier wären auch sehr gute. Dann sollten wir uns vielleicht tatsächlich jetzt mal noch ein paar Holzfällerlager holen. Und dann noch ein Sägewerk. Und dann können wir nämlich schön eine Bootswerft machen. Oder Planken zumindest. Planken bringen ja auch ordentlich Geld. Hier Holzfällerlager. Ja, da können wir gleich eine Menge bauen. Dafür soll Stonehenge sich übrigens eignen. Für die Holzfällerlager. Also der sollte, weil da die Bäume kommen, heißt es, dass man damit sehr viel Geld verdienen kann. Eventuell probiere ich das auch beim nächsten Mal dann aus. So, jetzt bräuchten wir noch ein Sägewerk. Boah, es kostet ein bisschen was, aber nicht so viel. Ah, das kann sich nicht so verbinden wie die Miststreuer. Das muss man so platzieren. Vielleicht platzieren wir das mal hier. Nee, das platzieren wir nicht hier. Das platzieren wir... Hier waren doch keine Erze, oder? Waren da Erze, die ich jetzt verbauen würde? Nee, an das Eisen kommen wir dann trotzdem noch an. Gut, dann setzen wir das Sägewerk hier hin. Und jetzt sollten wir uns noch eine Schiffswerft genehmigen. Na, die Blaupause können wir immerhin schon mal holen. So, und dann mal sehen, was wir für eine neue Quest haben. Lasst Penultimo euch demütig etwas beibringen. Ja, gut. Das, ja, eine Führungsaufgabe können wir ja mal machen, können wir ja mal annehmen. Aber jetzt möchte ich erstmal. Ah, jetzt muss ich wieder irgendwas eine hohe Priorität geben. Erstmal hat hier der Hafen noch die hohe Priorität und dann
Dann soll die Schokoladenfabrik als nächstes die Priorität bekommen. So, gleich sollte der Hafen fertig sein. So, jetzt bekommt die Schokoladenfabrik hohe Priorität. Dann sollte die auch gleich fertig werden. Ich glaube, da hinten fehlt auch noch ein Baubüro. Wir haben nur dieses eine Baubüro und die müssen jetzt immer da rumfahren. Das ist natürlich nicht gerade optimal. Ich könnte mal nachsehen, wie viel so ein Baubüro kostet. ...2000. Hm. Ja, sollte man sich vielleicht mal holen. Ja, gerade jetzt hier, wo wir gerade so viel gebaut haben, können wir ja wieder abreißen, wenn wir es dann nicht mehr brauchen. Wenn wir dann nicht mehr so schnell die Sachen kriegen müssen, aber das hier möchte ich jetzt gerade alles noch schnell kriegen. So, und damit ist die Schokoladenfabrik fertig. Und hoffentlich wird sie jetzt auch gleich anfangen zu produzieren. Wir haben gerade Geld. Da hole ich jetzt noch die Schiffswerft und dann sollten wir richtig Schotter machen, wenn wir die haben. Bis auf einem Strand mit Verbindung. Ach, richtig. Hatte ich schon wieder fast vergessen. So, hier passt sie aber noch sehr gut hin. Zack. Und ne, hohe Priorität bekommt erstmal das Baubüro, damit sie die anderen Sachen dann schnell bauen können. Ist klar, und ich zoome hier so oft raus, weil ich über Leertaste drücken will, um fortzusetzen. Und das geht natürlich mit P. In einem anderen Spiel, was ich gespielt habe und auch bald mal in einem Video vorstellen werde, da ging das mit Leertaste und da komme ich jetzt manchmal noch ein wenig durcheinander, weil es einfach das Übliche ist, dass es mit Leertaste geht. Geht es immer noch? Oh, geht nicht mehr nach Tropicoland. Ah, hier geht es nach Tropicoland. Hier ist das Inselzentrum und das Monument. Na gut. Das wollte ich nicht drücken. Ich wollte das hier machen. Ein schön... Ja, anscheinend muss ich diesen Knopf noch ein paar Mal drücken. Ich weiß nicht, woran das liegt allerdings. Ich drehe nur mit dem Mausrad die Kamera und dann passiert das manchmal. Ich habe irgendwie mit dem Mausrad kommt man eigentlich nicht in das Menü. Hä? Jetzt bin ich gerade reingekommen. Okay, weiß ich nicht, was da der Grund ist. Jedenfalls werde ich das in dieser Folge auch nicht mehr herausfinden, was da der Grund ist, denn die werde ich jetzt beenden. Wenn ihr weitere Videos nicht verpassen wollt und den Kanal unterstützen, könnt ihr gerne abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr dem Video einen Daumen nach oben geben und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.